Let's Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen auf der Tax Arena in Hamburg mit dem Let's Talk About Tax Podcast von Lexware LexOffice. Ich bin hier mit meinem Co-Moderator Olaf und wir werden wieder eine Live-Edition aufnehmen. Olaf, erzähl doch mal, worum es heute gehen wird. Hallo Carola. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um Visionen und Pläne für das Jahr 2024 und ich hoffe, dass wir heute viele interessante Menschen und Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen bekommen, um uns zu erzählen, was sie mit dem neuen Jahr vorhaben, welche Pläne sie haben, welche Visionen sie haben und es gibt ja genug Themen, um diese Frage mit großem Interesse zu füllen. Ja, wir haben ja eine sehr spannende Veranstaltung mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten. Aber bevor wir jetzt gleich hoffentlich viele spannende Gäste haben, was hast du denn nächstes Jahr vor? Wir werden die Lex-Officer-Ausbildung auf 6 Workshops nächstes Jahr erweitern. Ich werde wieder vorhaben, möglichst viele Tax-Arenen zu besuchen, weil das immer großartige Gelegenheiten sind, um mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu sprechen. Und ansonsten möchte ich mich ganz gerne gesund und fit halten. Gesund und fit halten, Work-Life-Balance. Ja, Work-Life-Balance und eben halt auch eine dringende Notwendigkeit, weil fit halten, glaube ich, ist wichtig. Okay, ja. Vielen Dank. Und dann, ich sehe, du wirst schon wieder dringend erwartet am LexOffice-Stand. Und ich sag mal bis später und drück mir mal die Daumen, dass tolle Leute vorbeikommen. Ich drücke dir die Daumen. Bis später und wünsche gute Unterhaltung. Danke dir. Auf der Tax Arena in Hamburg spreche ich für den Lex Talk About Tax Podcast von Lexware LexOffice jetzt mit Claudia Greibke. Claudia, würdest du dich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen? Sehr gerne mache ich das. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Claudia Greibke, 56 Jahre alt, seit 19 Jahren selbstständige Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin mit einer eigenen Kanzlei hier in Hamburg und freue mich heute ganz wahnsinnig hier zum zweiten Mal auf der Tax Arena in Hamburg zu Gast zu sein. Zum zweiten Mal, ja? Ja, letztes Jahr das erste Mal, Premiere generell Tax Arena und heute zum zweiten Mal. Und hier ist heute richtig viel los, ne? Ja. Zum Glück. Viele Kollegen, viele spannende Stände, noch mehr als letztes Jahr. Ich bin sehr neugierig. Ich habe noch nicht den zweiten Teil hier gesehen. Ja. Mal gucken, was mich noch heute überrascht. Ja, wir sind auch also sehr unter Zeitdruck, könnte man sagen. Hier, ne, hier wechseln sich die Besucher, geben sich die Besucher die Hände in die Hand. Ich bin froh, dass wir Zeit gefunden haben für diesen Podcast, denn du erzählst uns jetzt auch ein bisschen was, wie dein 2024 aussehen soll. Wünschenswerterweise sind wir alle in 2024 gesund, ja, können unser Arbeitspensum bewältigen, finden also dafür die passenden Mitarbeiter bzw. motivieren die tollen vorhandenen Mitarbeiter, die wir alle haben. Ja. Ich wünsche mir für uns alle, für Kollegen, für Mandanten, für den Hamburger Steuerberaterverband einen ganz erheblichen Bürokratieabbau. Das ist eins der wichtigsten Dinge, genau, wo alle sagen, oh Gott, es wird immer komplizierter, wir haben jeden Tag Fortbildungen, wir kommen da nicht hinterher zu sagen, Fachkräftemangel ist das eine. Aber das Beherrschen von den immer aktuelleren Gesetzen, die noch nicht so ausgereift sind, beschäftigt uns doch sehr. Ja, das sind sehr gute Vorhaben. Hast du konkrete Pläne, wie das umgesetzt werden kann? Ja, wir digitalisieren immer weiter, um zu sagen, wie können wir unsere vorhandenen Mitarbeiter entlasten, dass die sich überwiegend auf Beratung konzentrieren können, was können wir weiter automatisieren. Das ist so ein permanenter Prozess. Wir machen das gefühlt seit 20 Jahren und sind da gibt es kein Ende. Wir haben weiter tolle Fortbildungen, die uns unterstützen, auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Und meine Mitarbeiter sind so toll und werben sozusagen in ihrem Bekannten- und Freundeskreis dafür, dass wir weitere passende Mitarbeiter finden. Okay, das ist natürlich die beste Methode, ne? Wenn die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen empfehlen. Ne? Genau, das freut mich dann immer sehr, um zu sagen, wenn die schon mal glücklich sind, dann ist das doch für uns ein gutes Betriebsklima. Ja, und wir haben ja schon ganz kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Einer deiner Erfolgsfaktoren ist ein sehr diverses Team. Ja, genau. Wir sind im Alter von bis, das heißt auch die Berufserfahrung ist von bis. Wir haben ein, zwei Quereinsteiger dabei, wir haben Teilzeitkräfte dabei, angehende Steuerberater, so dass auch mit jeder Vorbildung jemand dabei ist. Der eine ist mehr IT-affin, jeder hat seine Stärken, die wir da versuchen zusammenzubringen. Was sagst du denn den Kollegen, warum sollten die sich auch mal den Kopf darüber zerbrechen, wie sie ihr Team diverser aufstellen können?
Ja, Kollegen wollen alle gerne, also wir natürlich auch, so eine Steuerfachangestellte, die das seit 30 Jahren macht, die niemals wechselt, die alles kann. Sowas gibt es heute nicht mehr. Niemand bleibt mehr 40 Jahre irgendwo. Und ich sehe einen großen Vorteil darin, nicht den Fachkräftemangel zu beklagen, sondern zu sagen, seid offen gegenüber Quereinsteigern. Es gibt tolle Fortbildungen. Schaut beim Verband, was es gibt. Es gibt Kurse für Wieder- und Quereinsteiger. Ihr könnt weiter qualifizieren. Und so haben die vorhandenen Mitarbeiter nicht die Last alleine zu tragen und freuen sich, denke ich, über jede Unterstützung, die sie bekommen können. Und da ist auch eine ältere Teilzeitkraft mir ja wichtiger und schon mal eine Entlastung für jemanden, der da 40 Stunden vor Ort ist. Da geht es nicht mehr um das Modell, wer will wie lange da sein. Man kann heute remote arbeiten. Das sollte man alles mit einbeziehen. Sie sollten also aufgeschlossener werden, sich mal ein bisschen angucken, wie andere Leute das erfolgreich machen. Es gibt viele schon sehr erfolgreiche Kollegen, die das auch gut machen, mit denen ich auch im Austausch bin, zu gucken, was machen die anderen, was ist da. Wenn es keine gibt, dann müssen wir uns welche schaffen. Wir müssen ausbilden, zu sagen, wir haben einen Auszubildenden ab 1. Februar gefunden, freuen uns darüber, um zu sagen, auch das müssen wir, das kostet Zeit und Geld. Mhm. Und die Bereitschaft, dafür möchte ich werben, zu sagen, diesen Beruf bekannter zu machen, zu sagen, wie spannend ist der? Warum ist das einer der schönsten Berufe, den wir hier haben, den wir ja freiwillig ausüben und sehr gerne ausüben? Und zu sagen, das müssen wir mehr nach außen bringen, weil das verstaubte Bild, was so bei Schülern und jungen Leuten vorhanden ist, das würde ich immer gerne ein bisschen aufräumen und sagen, das ist so kreativ und spannend, was wir machen und was wir da erfahren können. Ja, da ist viel Marketingluft nach oben, das stimmt. Das Image der Steuerberaterbranche ist sehr viel schlechter, als diese Branche es verdient, ja. Das ist ja, wenn sich jemand vorstellt und sagt, ich bin Steuerberater, dann möchte ich ja immer sagen, ich helfe Unternehmen dabei, ihr Unternehmen zu behalten, ihre Mitarbeiter zu finanzieren und meine eigenen finanziellen Träume zu erfüllen. Also ich bin ja nicht nur Steuerberater in dem klassischen Sinne heutzutage, sondern ich bin ja ein Unternehmensberater mit einem super spannenden, vielfältigen Aufgabengebiet, oder? Ja, und ich weiß ja auch, oder ich darf wissen, was alle anderen nicht wissen, ob schon eine Firma irgendwo verkauft werden soll. Ich weiß, das hat eine ältere Kollegin mal gesagt, ich zitiere die mal, ich begleite die Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Ich weiß, ob sich jemand scheiden lässt, ob jemand enterbt wird, vielleicht manchmal vorher, ob jemand plant, Kinder zu bekommen. Und wir wissen eben auch, wie alles funktioniert. Und zu sagen, so, was funktioniert weltweit? Wenn hier heute jemand nach Deutschland zieht, wie geht das? Was ist, wenn eine Firma im Ausland was gründet, wie geht das? Wir dürfen an allem Anteil haben und dürfen Unternehmer dabei begleiten und haben eine Vielzahl verschiedener Mandanten und verschiedener Menschen, was ja unseren freien Beruf so reizvoll macht. Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ziel fürs nächste Jahr. Viel mehr Menschen klar machen, dass das kein langweiliger Beruf ist, sondern einer der spannendsten. Genau das wäre einer meiner großen Wünsche für 2024. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Input. Ich danke dir. Hallo und guten Morgen von der Tax Arena in Hamburg. Heute sprechen wir im LexOffice Lex Talk About Tax Podcast über die Pläne, Ziele und Vorhaben, die wir alle fürs nächste Jahr hoffentlich haben. Mir gegenüber sitzt der Steuerberater Erich Eriksen. Hallo, Erik. Hallo, Carola. Freut mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass der Olaf dich rübergeschubst hat, denn du machst ja spannende Sachen. Erzähl doch mal bitte, was ihr macht. Ja, wir sind einmal eine klassische Wald- und Wiesensteuerkanzlei, sage ich mal so ein bisschen ketzerisch. Ja, uns gibt es seit 45 Jahren hier in Hamburg am Markt. Mein Vater hat es gegründet. Ich bin es in zweiter Generation. Wir sind eine voll digitalisierte Kanzlei mit auch sehr vielen automatisierten Prozessen mittlerweile. Das machen wir. Auf der anderen Seite bin ich der Steuerberater, der die 25-Stunden-Woche in den Steuerberatermarkt gepumpt hat in 2020 und dadurch, glaube ich, eine einigermaßen Bekanntheitsgrad erwirkt hat. Das machen wir jetzt mittlerweile seit fast 4 Jahren mit Höhen und Tiefen. Und ich bin unter anderem da unterwegs, andere Kanzleien zu begleiten in dem Prozess zu einer Arbeitszeitverkürzung. Im Moment gerne genommen die 4-Tage-Woche. Kann aber auch jedes andere Modell sein, was wir so da begleiten. Ja, und eine Sache, die ich sehr spannend gefunden habe, wo ich dich doch direkt mal fragen muss, ist, du hast so in einem Nebensatz erwähnt, ihr habt eine analoge Kanzlei aufgekauft. Jetzt habe ich das Erste, was ich gehört habe, als ich angefangen habe, mich mit Kanzleithemen zu beschäftigen, war, die haben alle Pech, wenn die nicht digital werden, weil eine analoge Kanzlei kauft keiner mehr. Jetzt hast du es ja gemacht. Wie war das denn? Ja, wie war das? Also ich habe in meinem Inneren schon immer mal so den Wunsch gehabt, ach, ich würde gerne noch mal eine Kanzlei implementieren und kaufen. Sie muss aber in der unmittelbaren Nähe zu meiner Kanzlei sein. Das heißt also nicht mehr als 15 Minuten mit dem Auto entfernt, um das zu handeln.
Und die ist mir 2019 über den Weg gelaufen, eine Kanzlei aus Pinneberg. Und ja, dann haben wir damit angefangen, uns auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Und ich habe dann auch Richtung Kaufpreis ganz klar kommuniziert, dass es hier nicht um 100 geht, sondern um andere Faktoren. Und wir sind dann irgendwo bei 40% gelandet. Fand ich auch ganz charmant vom Preis. Dachte ich, okay, hast einen coolen Preis rausgehandelt. Dann kamen die beiden Corona-Jahre, die das wirklich verhindert haben, sich weiter auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und dann haben wir 22 Gas gegeben und im Juli die Übernahme gemacht und haben einfach viele Dinge nicht so richtig beleuchtet. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen Laden ja komplett implementiert haben. Und der Grund, warum ich das getan habe, natürlich ist das auf der einen Seite ein Stück weit ein schnelles Wachstum, was man hinlegt. Mandatsanfragen haben wir auch genug, also darum geht's nicht. Ich glaube, ein Stück weit war es auch mein eigenes Ego, das mal machen und schaffen zu wollen und mit der breiten Brust reinzugehen. Und wenn das einer schafft, dann bin ich das. Und da bin ich an den einen oder anderen Punkten auch gescheitert. Jetzt ist die Kanzlei ja wahrscheinlich nicht mehr so analog wie vorher, ne? Nee, die ist jetzt voll digital. Also wir sind gerade dabei, die letzten Akten zu vernichten und zu digitalisieren, also Handakten. Und wir haben hier mit der Software Buchhalter Pro haben wir es geschafft, in 4 Monaten von 100% analog in der alten, also in der gekauften Kanzlei, zu 100% digital zu kommen und auch mit automatisierten Buchungssätzen. Und das ist halt ein spannender Moment. Und mit so einem Produkt kann man das auch nur schaffen, weil die Mandatsstruktur ist ja eine ganz andere als bei uns. Okay, und dann nehme ich mal an, habt ihr nächstes Jahr noch einiges vor. Was sind eure Pläne? Ja, unsere Pläne sind, dass wir unsere Prozesse einfach nochmal jetzt gerade überarbeiten und optimieren, weil zugekauft in gleicher Größe ungefähr bedeutet auch Verwässerung des Alten, ja, weil man ja die neuen Leute, die Mitarbeiter, die ich mit übernommen habe, die haben ja eine ganz andere Arbeitswelt erlebt jahrelang. Jetzt kommt da so ein Spinner wie der Erich an, ums Eck, und erzählt ihnen, das ist alles Kacke, was ihr gemacht habt, das muss alles digital laufen. Also ich habe die nicht ganz alle mitbekommen. Ich habe von 6 gekauften Mitarbeitern am Ende des Tages nur noch 5, nicht 5 übrig behalten, sondern ich habe nur noch 1 übrig behalten. Oh. Und 5 habe ich, haben gekündigt oder habe ich gekündigt, weil es nicht funktioniert hat, weil die den Weg nicht gehen wollten. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich das Glück, dass ich halt durch die 25-Stunden-Woche relativ Bekanntheitsgrad auch in der Mitarbeiterbranche habe in Deutschland. Und ich kriege relativ viele Bewerbungen, ohne dass ich suche, und konnte dadurch dann auch entsprechend 4 neue Leute dieses Jahr einstellen. Letztes Jahr habe ich 5 neue Leute eingestellt. Das heißt, wir haben unser Team einmal komplett durchgemischt neu. Und das ist die Aufgabe, das zusammenzuführen zu einer wirklichen Einheit mit dann den richtigen, guten und neuen Prozessen, um dann in 24 im Prinzip Startknopf zu drücken und zu sagen, und jetzt läuft's, jetzt rumpft es. Was haben denn die jetzt digitalisierten Mandanten gesagt? Ja, die sagen, am Ende des Tages hieß es immer, die wollen das alle nicht. Und dann bin ich mal zu den Mandanten rausgefahren, habe denen das erklärt und vermittelt. Und ich kann das ganz gut vermitteln. Ich kann auch die Leute ganz gut begeistern. Und haben die immer gesagt, ja, das hört sich ja gut an. Eigentlich wollen wir das schon immer mal machen. Aber da fehlt halt der Partner, der es macht. Und das ist auch das, was wir im Berater für Berater begleiten und beraten, den Kollegen diese Angst zu nehmen, in die Digitalisierung zu gehen. Ja. Wie soll ein analoger Steuerberater das vermitteln, wenn er selber gar keine Ahnung davon hat? Ja, das stimmt. Das sehe ich auch bei den LexOffice-Kanzleibetreuern immer, wenn so die Aha-Erlebnisse am Stand so purzeln. Ne? Man muss jemanden haben, der es zeigt. Ja. Das kann man sich nicht anlesen, da reicht kein Trainingsvideo oder so. Da muss jemand daneben stehen und konkrete Fragen beantworten. Ne? Ja, genau. Das ist das Erfolgserlebnis. Ja, sehr spannend. Da kaufst du noch mehr Kanzleien nächstes Jahr? Ich habe nächstes Jahr eine im Petto, aber das ist eine Frau-Kanzlei, eine One-Woman-Show, und die ist aber schon digital. Okay. Das heißt, da hast du dieses Delay nicht mehr. Das ist im Hamburger Innenstadtbereich und das ist interessant, aber da machen wir das ganz anders. Da werden wir sozusagen ab Januar eine Mitarbeiterin für einen Tag in der Woche gegen Entgelt entsenden. Okay. Die wird da einen Tag in der Woche mitarbeiten, unterstützend tätig sein und in die Fälle reingucken. Und dann werden wir nach 3-4 Monaten ein Resümee verfassen und sagen, ist es veräußerbar oder kaufbar? Natürlich, Faktor müssen wir ganz klar drüber reden, ne? Da geht es auch nicht um 100%. Oder ist es nicht realisierbar? Und das Tolle ist, diese Idee kam von der Altinhaberin. Die hat das vorgeschlagen. Sie will halt das auch gut übergeben halt und nicht so schlecht. Und das ist denn schon interessant, wenn du da einen Umsatz um die 200 dazu nimmst, den kannst du gut implementieren in der Gesamtkanzlei. Und das kann man ganz gut abbilden, vor allem wenn es denn schon digital ist. Also euer nächstes Jahr wird wieder spannend und ihr probiert Sachen aus. Es geht immer irgendwie, ich kann nicht anders, Carola. Ich sehne mich immer nach innerer Ruhe und dann turne ich hier auf den regionalen Infotagen der DATEV rum, auf den Expos, auf den Tech-Arenen und irgendwie
ja, irgendwie ist das mein Lebensstil, glaube ich. Dann ist die Sehnsucht nach innerer Ruhe nicht ganz so groß. Nee, irgendwie nicht, ne? Vielleicht auch noch ein Ziel, ne? Ja, auch ein Ziel, genau. Also, vielleicht das beides miteinander zu verbinden, wäre, glaube ich, die große Kunst. Oder die Illusion loslassen, dass man sich wirklich die Art von Ruhe wünscht. Ja. Ne? Also wenn man braucht die Bewegung, man braucht den Input, dann ist das ja ein Bedürfnis. Ja, absolut. Ne? Dann braucht man wahrscheinlich nicht so viel entspannte Zeit allein, wie man das vorher gedacht hat. Ja, genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne, spannend. Carola. Und wenn du noch eine Kanzlei aufgekauft hast und das klappt, dann komm doch gerne mal in den großen Podcast. Absolut, sehr gerne. Ja. Würde ich mich freuen. Carola, ja, schönen Tag noch. Dir ciao. Auch. Ciao. Auf der Tex Arena in Hamburg spreche ich für Let's Talk About Tex mit Daniel von Fastdocs. Hallo Daniel. Hi. Ich habe dich jetzt einfach von deinem Stand weggeholt, Kaffee in der Hand, und habe gesagt, setz dich mal hin und erzähl. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal vor. Wer bist du und was machst du bei Fastdocs? Ja, ich bin Daniel. Ich bin seit Tag 1 mit dabei. Ich bin verantwortlich für die Produkte bei Fastdocs als sogenannter Product Lead. Habe einen Produktdesigner-Background, kenne mich relativ lange schon im Bereich der User Experience aus, und Emmy und ich haben das Ganze zusammen auf die Beine gestellt. Also wir haben das allererste Formular gestartet und 2019 haben wir es, glaube ich, released, und heute stehen wir hier mit noch viel mehr Formularen. Spannende Zeiten, ne? Ja. Mitten durch die Pandemie auch noch obendrein, ja, ne? Ja, mitten durch die Pandemie, ja. Und Parallelarbeit, also noch quasi nebenbei am Anfang. Ja. Und bis wir uns dann irgendwann entschieden haben, ja, jetzt müssen wir voll oder gar nicht. Und zum Thema voll oder gar nicht, wir sprechen ja heute über Pläne, Ziele und Visionen fürs nächste Jahr. Wie sieht denn euer 2024 aus? Ja, also wir wollen definitiv, haben wir uns vorgenommen, die beste Erfassung von Personalstammdaten zu werden. Oh. Und das ist, glaube ich, schon ein relativ großes Ziel, aber es ist machbar. Also wir möchten, dass dieser Prozess, mit dem Kanzleien da täglich zu tun haben, das muss besser werden, das kann so nicht bleiben. Ja, große Ziele sind fantastisch, ne? Ja. Also einmal, weil eine Herausforderung einen jung hält, ne? Fantastisch, durchblutet und so weiter. Ja. Aber auch, weil es ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn ergibt, sehr kleine Ziele zu setzen, ne? Absolut, absolut. Also man braucht halt diesen großen Anspruch, und man kann halt in so viele Richtungen gehen, und so vieles hat halt eine Auswirkung darauf, dann, ob diese Vision auch, Bestand hat, ob wir die halt auch erreichen. Aber ich bin da sehr guter Dinge. Und wichtig ist auch, dass wir halt vor allem alle Leute dabei im Blick behalten. Und es ist eine Herausforderung, aber macht das Ganze halt auch entsprechend spannend, und der Erfolg gibt uns recht, würde ich sagen. Das ist der Unterschied zwischen einer To-Do-Liste und einem Ziel, ne? Ja. Und am Ende macht man es ja nicht, um eine tolle Technik zu haben, sondern weil es Menschen konkret hilft. Im besten Fall kreiert die Vision eine To-Do-Liste am Ende des Tages, ne? Weil die To-Dos sollten natürlich auf das langfristige Ziel im besten Fall einen Einfluss haben, dass man das halt auch erreicht. Ja, To-Do-Listen gehen nicht mehr weg, willst du mir damit sagen? Nee, die To-Do-Liste geht damit leider nicht weg. Ja. Nee. Ja, sehr schön. Vielen Dank für den Einblick. Du bist sehr motiviert, das freut mich. Danke, dass du so spontan teilgenommen hast. Sehr gerne. Ja. Auf der Tex Arena in Hamburg für Lex Talk About Tex von LexOffice spreche ich jetzt mit Dr. Enrico Rennebart. Hallo Enrico, schön, dass wir uns wieder sprechen. Hallo, kannst du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, vielen Dank, Carola, und danke fürs Interview heute hier in Hamburg. Ja, mein Name ist Enrico Rennebart, ich bin der Geschäftsführer des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg und bin heute auch hier bei der Tax Arena in Hamburg mit dabei, die das zweite Mal startet, und auch ganz gespannt, was ich heute alles hier sehen oder erleben werde. Unser Verband hat ja auch im Juli 2023 eine eigene Tax Arena erstmals durchgeführt, und im nächsten Jahr haben wir auch am 10. Juli auch wieder eine Tax Arena geplant. Ja, wir sprechen ja heute über Ziele und Pläne und Vorhaben, und es gab ja eigentlich für die Steuerbranche noch nie so spannende Zeiten wie jetzt, ne? Richtig. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also ihr habt auf jeden Fall vor, nächstes Jahr wieder die großen Events zu rocken und die kleinen, ne? Genau, also ganz klassisch unsere Verbandsveranstaltung. Es geht jetzt gleich los im März, am 11. März in Berlin im Nestrell Hotel mit unserer 48. Steuerfachtagung. Diesmal dreht sich alles rund um die digitale Betriebsprüfung, und haben auch ein spannendes Programm zusammengestellt, zu dem wir jetzt auch demnächst einladen werden.
Also bitte schon mal den 11. März Berlin vormerken. Und ja, ansonsten natürlich das große Event dann mit der Tax Arena. Diesmal findet die Tax Arena sogar in der Arena Berlin statt. Also Tax Arena in der Arena. Ja, okay. Tolles Wortspiel. Und ja, am 10. Juli, mitten im Sommer wieder. Und da freuen wir uns auch schon, wieder alle Aussteller, auch die zum Teil hier in Hamburg mit dabei sind, auch wieder in Berlin zu begrüßen. Ja, spannende Zeiten. Und also die Tax Arena Events sind, ich weiß nicht, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja vielleicht nicht alle auf einer Tax Arena gewesen sein. Deswegen kennen die das nicht, wenn man hier sitzt und diese ganzen Leute entschlossen den Gang entlang wandern sieht, wittelt entschlossen, sich zu informieren. Und ich persönlich finde immer am schönsten und auch am lustigsten, wenn so eine Großkanzlei aufläuft und zum Beispiel alle haben das gleiche T-Shirt an. Oder man merkt, dass die alle zusammengehören, weil die alle wie im Entengang hinter einem hinterherlaufen, der entscheidet, an welchem Stand als nächstes angehalten wird. Und die sind so unglaublich interessiert, die Leute. Die stellen so viele Fragen. Man merkt, dass das für die wie so ein Kanzleiausflug ist. Das ist kein Pflichtprogramm. Und das finde ich auf so einer Fachmesse erstens außergewöhnlich und außerdem macht es dann auch richtig Spaß. Ne? Total. Und wir merken halt auch gerade hier bei den Taxerinnen, dass dieses Teambuilding in den Kanzleien immer mehr nach außen noch sichtbar wird durch die T-Shirts, durch die Gruppen. Berlin haben alle sogar so ein Teamessen gemacht. Also das trägt einfach dazu bei, einfach zur Mitarbeiterbindung, ganz, ganz normal. Es macht total Spaß, ist ein richtiges Happening und jeder hat ja auch im Team Fragen dann zu verschiedenen Themen, kann sich auch einbringen und jeder kann auch schauen, was es halt gibt hier an neuen digitalen Tools etc., einfach um alle mitzunehmen. Also ist ja nicht so, dass irgendwie ein neues Tool eingeführt wird, einfach jetzt müssen wir alle machen, sondern einfach wieder Fragen stellen, einen Einblick gewinnen, ist wirklich ein Erlebnis und ja, also nächstes Jahr wird auf jeden Fall spannend. Jetzt neben uns dieses knatternde Geräusch ist übrigens ein Glücksrad. Das gehört auch zur Tax Arena. Dass da was verlost wird ab und zu, damit die Leute an dem Stand anhalten. Und das konnten wir vorher nicht wissen, dass das Glücksrad parallel losgehen würde. Das hat uns gerade etwas abgelenkt. Das lassen wir jetzt aber drin, denn das ist authentisch und echtes Messegeschehen. So ist die Tax Arena nämlich auch. Hier sind echte Leute unterwegs und alle gleichzeitig versuchen, irgendwas zu machen. Und es ist voll, es ist gut besucht. Ich glaube, es sind ungefähr mindestens 1200 Leute hier heute, ne? Ich schätze schon, also wirklich sehr voll und ich werde gleich mal in die zweite Etage gehen, die ist ja auch komplett neu und da haben sich ja die Hamburger Kollegen auch viel Neues ausgedacht jetzt im zweiten Anlauf mit der zweiten Tax Arena und wir merken halt, dass jedes Mal jeder Verband noch so eine eigene Note dazu setzt mit Ideen und das ist wirklich toll, wie sich das Format einfach jetzt im Laufe des letzten Jahres entwickelt hat. Ich bin gespannt auf jede einzelne Tax Arena im nächsten Jahr, bei der ich dabei sein darf. Und danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank, Carola. Oder habe ich noch was vergessen, was du noch sagen wolltest? Ja, gerne. Also bei uns in Berlin, Brandenburg, haben wir ja noch ein paar andere Themen, also außer Tax Arena. Also, weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wir haben ja jetzt vor Anfang November ein Thesenpapier veröffentlicht zur Modernisierung der Steuerberaterprüfung, was wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil wir einfach auch sehen, dass der Nachwuchs, der Berufsstand, einfach weiter wachsen muss. Und das Nadel- oder Steuerberaterprüfung, da muss einfach was passieren. Das ist eigentlich seit fast 100 Jahren, ist es bei den drei Tagen Klausurschreiben geblieben. Und da muss man gucken, dass man Module einführt, dass man Themen einfach, also bestandene Prüfungsteile nicht wiederholen muss. Dass vielleicht auch Berufsträger bei der Erarbeitung der Aufgabenstellung mitarbeiten können, dass alles praxisnäher wird, besseres Work-Life-Balance einfach in der Prüfungsvorbereitung entsteht, man alles am Computer schreiben kann. Vielleicht gibt es auch mal eine zentrale Prüfungsstelle, was auch so Chancengleichheit etc. in den Prüfungsausschüssen anbelangt. Das sind also Themen, die wir mal zu Papier gebracht haben. Wer mal da reingucken kann, bei uns auf der Webseite sdbverband.de kann das ganze Thesenpapier sich auch anschauen. Wir haben auch eine Umfrage mit vorbereitet, wo wir auch schon viel Rücklauf haben. Da kann auch jeder seine eigenen Ideen für eine neue Prüfungsform hinterlegen. Nehmen wir gerne auf, gehen wir in Diskussion. Also da freuen wir uns auch wirklich um das öffentliche Feedback. Dass das Thema jetzt einfach auch in der Öffentlichkeit ist und diskutiert wird, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, um ja, da einfach eine moderne Prüfung auch in Diskussionen mit den Kammern und der Finanzverwaltung zu etablieren. Eine dreitägige Klausur ist das bis jetzt? Es sind
3 Klausuren im Endeffekt an 3 Tagen, richtig. Es ist immer noch erstaunlich, dass überhaupt jemand Steuerberater wird bei den ganzen Auflagen und Anforderungen und. Naja, auch gerade bei den hohen Durchfallquoten. Also ja. Es ist ja immer so, dass es immer plus minus 50% bestehen oder durchfallen über die Jahre. Einige Kammerbezogen sieht sogar noch schlechter aus und man braucht halt wirklich soweit faire Chancen, wer sich wirklich ordentlich vorbereitet, Probeklausuren schreibt und richtig lernt, braucht einfach eine faire Chance, die Klausur auch zu bestehen, auch im ersten Anlauf. Ein sehr gutes Projekt, man kann sich genau angucken, worum es geht und durchlesen auf eurer Webseite. Ja, und auch mitmachen. Und auch mitmachen, ja, genau, ja. Also nicht jeder, nehme ich an, sondern Leute, die wissen, wovon sie reden. Ne? Richtig, genau. Nee, wir müssen einfach auch gemeinsam mit den Kammern auf die Finanzverwaltung zugehen, in jedem einzelnen Bundesland, weil dort wird ja die Prüfung mit erstellt und abgenommen. Und einfach zu gucken, wie kann man die Prüfung gemeinsam modernisieren und weiterentwickeln. Ja, sehr cooles Vorhaben und auch sehr wichtig und sehr nötig, ne? Richtig, genau. Ja. Sehr nötig für die Unternehmen, für die Mandanten, aber natürlich auch für die für uns als Verbände und einfach wieder junge, neue Leute mit für den Beruf zu begeistern. Weil es ist einfach der schönste Beruf der Welt. Ja, ich weiß noch, ich werde in den Shownotes auch auf unser Interview im LexOffice-Blog verlinken, auf die Website der schönste Beruf der Welt, für die Leute, die sich das auch mal angucken wollen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ja, für deinen Input und natürlich wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg für eure Pläne für nächstes Jahr. Vielen Dank, Carola. Danke. Ja. Auf der Tax Arena in Hamburg spreche ich jetzt mit Martin Grau. Und er hat uns einen Gast mitgebracht. Und weil die beiden uns beide was zu erzählen haben, ziehe ich jetzt mich zurück und überlasse Martin das Mikro. Hallo liebe Carola, vielen Dank für die Bühne, auch hier auf der Tax Arena in Hamburg. Und ich habe euch heute meinen Freund, den Uwe, mitgebracht, der nicht nur Freund, sondern auch Geschäftspartner ist. Den habe ich vor einer Zeit kennengelernt. Und er hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Welt der Steuerberater und der Geschäftsmodellveränderung steckt. Und daher habe ich mit Uwe und noch jemand Dritten 2 Projekte, die wir euch heute vorstellen. Aber Uwe, ich lasse dir jetzt erstmal das Wort. Wer bin ich denn eigentlich? Genau. Danke, Martin. Also vielleicht direkt noch meinen vollständigen Namen, Uwe Gluwasch aus Hamburg. Martin. Ich habe Martin vor 1,5 Jahren kennengelernt und gefühlt war das Liebe auf den ersten Blick, weil wir sehr schnell festgestellt haben, wir haben total eine Wellenlänge, wir haben ein gleiches Bild von der Zukunft dieser Branche und vor allen Dingen, wir haben auch die gleichen Werte. Die Werte liegen ganz stark darin, dass, und so habe ich Martin auch wahrgenommen, ihm ist der Mensch in dem Ganzen unendlich wichtig. Und wir sprechen immer über Systeme in dieser Branche und Martin ist für mich ein Menschengewinner. Ein Türöffner, jemand, der Menschen auf die nächste Ebene bringt und sagt und Mut macht, die neuen Schritte zu gehen. Und das braucht es in dieser Branche unbedingt. Wer nicht dabei ist, ist unser lieber Daniel Taversche von NewGen. Auch da haben wir sehr schnell, wenn wir 3 zusammenkommen, fangen wir an zu fliegen und es entstehen ganz neue Zukunftsbilder. Es macht richtig Spaß, weil auch das ist ja auch ein Motto von NewGen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Auch wir haben da ein gemeinsames Wertesystem und haben viele neue spannende Dinge und zwar 2 Themen vor gemeinsam. Und da wird jetzt das erste Thema, wird jetzt mal das du vorstellen, Martin. Und dann steige ich mit dem zweiten Thema ein. Und wenn ich als Perspektivwechsler in der Branche schon ein bisschen bekannt bin, so fehlt mir doch das ein oder andere Umsetzungsgehen. Und Uwe ist seit 30 Jahren als Gestaltungsberater unterwegs und gestaltet Dinge und bringt Dinge auf einen neuen Weg in die Umsetzung und die Transformation. Und damit haben wir mit Daniel im Juni das Projekt All in Tax gestartet, was jetzt auch dann, ihr habt es vielleicht schon gesehen, in den sozialen Medien in die Umsetzung kommt. Und wir wollen dort auf der All in Tax Plattform all diejenigen zusammenbringen, die jetzt schon verstanden haben, dass dieses tolle Geschäftsmodell Steuerberatung in Zukunft einer starken Veränderung unterliegt. Welcher genau, das wissen wir nicht. Aber das Zukunftsbild, was wegfallen wird und was im Mittelpunkt stehen wird, das haben wir sehr wohl. Repetitiv wird wegfallen und Beratung unter Menschen wird in den Mittelpunkt gestellt werden. Und wir wollen mit der All-in-Tax-Initiative in einem geschützten Raum auf einer Plattform
diesen Menschen, die das verstanden und haben und umsetzen wollen, diese Plattform geben, um zusammen in die Entwicklung zu gehen, nicht zu warten, dass die Entwicklung sie überrascht, sondern zu gestalten, bei der Entwicklung dabei zu sein. Steuerberater, deren Mitarbeitende, Softwareanbieter, Fortbildungsunternehmer, wer auch immer, ist herzlich eingeladen, dort mitzumachen. Freut euch drauf, es wird ein Casino-likes Roulette-Spiel werden bei All in Techs und ihr werdet in den nächsten Wochen mehr darüber erfahren. Uwe, was ist unser zweites Zukunftsprojekt? Unser zweites Projekt ist, ist die Initiative und das Unternehmen, was wir jetzt demnächst gemeinsam gründen. Das ist alles noch sehr, sehr frisch, und zwar die Kanzlei Gestalter. Wir bringen dort einfach unsere drei Expertisen zusammen. Martin mit dem breiten Fachwissen in dieser Branche und der Erfahrung und einem großen Netzwerk und vor allen Dingen der Fähigkeit, Menschen den Einstieg in die Zukunft zu ermöglichen als Perspektivenwechsel. So, manchmal braucht man so jemanden, der einen so einen Schubs gibt oder der einen mal so über diese Schwelle zieht. Das ist die Qualität, die Martin hat. So, meine Fähigkeit ist an sich das Mindset von Teams, von Partnerstrukturen anzuheben und in Richtung Zukunft Bereitschaft und überhaupt Zukunftsfähigkeit zu bringen und an Prozesse, Strukturen gemeinsam zu arbeiten, neue Systeme zu integrieren. Weil wir einfach gesagt haben, Systeme gibt es jede Menge, aber was macht der Mensch in diesem ganzen Kontext? Und den dürfen wir auf keinen Fall vergessen, denn es ist immer noch ein Dienstleistungsgeschäft und der Mensch wird sich hier neu definieren mit einer neuen Kompetenz in der Begleitung von Mandanten. So, und Daniels Expertise ist das ganze Thema, wie bringt man das denn nach außen? Diese neue Positionierung, ein verändertes Geschäftsmodell, neue Leistungsfelder, wie bringe ich das nach außen? Und als Kommunikationsspezialist befähigt er Kanzleien dazu, sagen wir mal, nach außen wirksam zu werden, aufzutreten, auch in den sozialen Medien. Und in dieser Verbindung sehen wir uns als, sagen wir mal, Transformationsgen in der Veränderung der Branche und einzelner Kanzleien. Und genau, habe ich das vergessen? Nee, da freuen wir uns drauf. Und Daniel ist Mr. Sichtbarwerdung. Ja, wollte genau. Ich gerade sagen, was macht der Dritte im Bunde? Was ist sein Schwerpunkt in euren Augen? Das Thema Kommunikation. Ja. Genau, die Dinge nach außen bringen, sichtbar zu werden. Weil erst wenn es nach außen kommt, wird es im Markt sichtbar. Wenn es im Markt sichtbar wird, dann bringt es auch den wirtschaftlichen Erfolg. Und daraus finanziert sich letztendlich alles. Ja. Ihr habt schöne Pläne für nächstes Jahr. Das finde ich schön. Ja. Und ich glaube, dass es sehr viel Spaß machen wird. Und ich glaube, dass es auch sehr mutig ist, sich mit anderen auf dem Level zusammen zu beschließen, dass man mit sowas nach außen geht, seine Reputation und seine Erfahrung in eine Waagschale zu werfen, mit drei anderen zusammen sowas zu machen. Respekt und ganz viel Erfolg wünsche ich euch. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Frau. Auf der TechSerena in Hamburg spreche ich für den Lex Talk About Techs Podcast von Lexware LexOffice jetzt mit Annik Weikert. Hallo Annik. Hallo Carola. Wir haben uns ja schon länger umkreist und kennen uns auch schon eine Weile aus den sozialen Medien. Aber den anderen müsstest du dich bitte nochmal vorstellen, denn es wird ja auch ein paar Leute geben, die noch nicht von dir gehört haben. Also wer bist du und was machst du? Sehr gerne. Ich revolutioniere die Buchhaltung für Selbstständige. Das heißt, ich befähige sie wirklich richtig gut mit LexOffice umzugehen und dass es ihnen Spaß macht, ihre Zahlen anzugucken und vor allem, dass sie auch mit ihrem Steuerberater richtig genial zusammenarbeiten können. Revolutionieren ist ein großes Wort. Was machst du mit den Menschen, damit die mit dem Steuerberater gut klarkommen? Vor allem, sie befähigen wirklich steuerlich ein Basiswissen zu haben, was vielen, die in die Selbstständigkeit starten, einfach fehlt. Und dann passieren ganz viele Missverständnisse. Das heißt, zum einen gebe ich ihnen wirklich Handwerkszeug an die Hand, dass sie ihre Steuern verstehen. Und da brauchen sie halt unbedingt LexOffice. Und das müssen sie richtig füllen. Und deswegen habe ich dafür ein Riesentraining, das in einem richtig roten Faden ist, entwickelt. Und damit können sie richtig cool mit ihrem Steuerberater arbeiten. Das heißt, du bringst den Steuerberatern Mandanten, die nicht mehr so Problemfälle sind, sondern mit denen man schon richtig gut arbeiten kann. Genau, sozusagen schlüsselfertige Mandanten. Ja, schlüsselfertig klingt sehr gut. Wie sind denn die Kosten für eine Kanzlei, wenn du den Mandanten bringst? Keine, weil der Mandant so in Spur gebracht wird von mir, dass es wirklich seine Verantwortung ist, auch diesen Kurs zu bezahlen. Und das ist mir halt total wichtig. Finanzen sind Chefsache und das bringe ich ihnen bei und deswegen sind die Mentoring komplett bei mir. Das heißt, wenn jetzt eine Kanzlei große Ohren bekommen hat und gesagt hat, wir könnten neue Mandanten brauchen, aber bitte nur welche, die schon stubenrein sind, dann können die zu dir kommen. Korrekt. Ja. Was hast du denn nächstes Jahr vor?
ich möchte wirklich laut werden mit dem ganzen Thema, weil ich merke, dass viele Selbstständige ihren Traum aufgeben müssen, weil sie genau an dem Punkt scheitern, wo sie erfolgreich sind. Das heißt, wenn dann wirklich Steuernachzahlungen kommen, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und deswegen gehe ich in die sozialen Medien, habe ein Buch geschrieben und möchte das weiter veröffentlichen. Und ja, traue mich jetzt wirklich auch sichtbarer zu werden mit dem Thema, damit möglichst viele wirklich erfolgreich sind in ihrem Business. Wie heißt dein Buch? Das wird krisenstark sein. Das habe ich mit Matthias Herzog geschrieben. Da bin ich Co-Autorin und kommt im 2024 dann raus. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dann ist einer von deinen größten Vorsätzen für nächstes Jahr Buchmarketing. Auf jeden Fall. Denn das passiert nicht von selbst. Das war auf jeden Fall viel bei mir ausgelöst, ja, auch meine Geschichte zu erzählen, mutig zu sein, dass ich auch genau von der anderen Ecke komme. Ich hatte keine Ahnung von Steuern tatsächlich. Ich bin seit 20 Jahren im Business und bin mehr oder weniger blauäugig als Mutter da reingestartet. Es war eine coole Gelegenheit. Und als ich dann tatsächlich 2021 sehr, sehr hohe Steuernachzahlungen hatte, weil es endlich gut lief, ich war schon LexOffice-User, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das bedienen darf, habe ich gemerkt, okay, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne das jetzt oder ich lasse es. Und aufgeben ist für mich keine Option. Und deswegen habe ich meinem Steuerberater ein Loch im Bauch gefragt und dieses Wissen gebe ich einfach erklärt weiter. Das ist ja auch, was ich jetzt sage, aus meiner Sicht als Freelancerin, du ersparst dem Steuerberater damit auch ein paar sehr nervtötende Gespräche, ne? Über Rücklagen und ich sage da immer die Drei-Jahres-Falle dazu, ne? Wenn es im dritten Jahr dann gut gelaufen ist und dann werden nachträgliche Vorauszahlungen fällig, die hat man ja gar nicht auf dem Schirm, wenn man die noch nicht kennt. Ne? Ja, und ich bin ja Mediatorin von Haus aus. Mir ist es wichtig, dass sich beide Seiten gut verstehen, ja. Dass sie ein gutes Verständnis auch von ihren Aufgabenbereichen haben. Das kläre ich auch mit meinen Mandanten sozusagen. Ja. Und dann macht es beiden Seiten mehr Spaß, weil sonst sind beide unzufrieden. Der eine sagt, oh, mein Steuerberater, der hat nicht das gemacht, was ich wollte. Und der Steuerberater sagt, hey, ich habe irgendwie einen Mandant, der funktioniert nicht richtig. Und die Mandanten, die von dir kommen, die funktionieren? Ja, das funktioniert halt gut, weil sie wissen, was sie den Steuerberater als beratende Funktion auch fragen. Wir reden halt nicht mehr über fehlende Belege oder dass irgendwie ein Tankbeleg nicht richtig gebucht ist. Ja. Ja, wenn die Basics stimmen, ist der Rest einfacher und macht wieder Spaß. Das stimmt. Ja, wird es leichter. Und es ist genau das, worum es denn geht, um die Beratung. Ja, ja vielen Dank, ne, dass du das mit uns geteilt hast. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, vor allen Dingen für das Buch. Damit kann man ja noch mehr Leute erreichen, als die, mit denen man persönlich spricht. Ne? Auf jeden Fall. Und ja. LexOffice ist da mit im Gepäck und war wirklich eins meiner Gamechanger, warum ich jetzt wirklich hier stehe und sage, ey, Erfolg ist leicht. Und Finanzen sind Chefsache und das gehört dazu. Und ich wünsche jedem Mandanten als aber auch Steuerberater, dass die Zusammenarbeit einfach wirklich Spaß macht. Ja, da ist Luft nach oben. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, Dankeschön. Hallo, auf der Tax Arena in Hamburg spreche ich für den Lex Talk About Tax Live Podcast jetzt mit Stefan Schuller von der FOMA GmbH. Hallo Stefan. Hallo. Also mein Name ist Stefan Schuller, ich bin CEO und Founder von FOMA, einer Gesellschaft in Hamburg. Wir sind eine Gesellschaft rund um das digitale, automatisierte, AI-getriebene, viele Fachwörter, Forderungs- und Insolvenzmanagement, spezialisiert insbesondere für kleine, mittlere und Unternehmen. Ich betone aber auch Kleinstunternehmen, die letztendlich einen schweren Zugang zu professionellen Forderungs- und Insolvenzmanagement haben. Okay, was wäre da so ein typischer Fall für euch? Ein typischer Fall ist ein Freelancer, Freiberufler, der eine Forderung, zwei offene Forderungen hat, vielleicht in der Woche, im Monat, selbst im Jahr. Und dieser Kunde, für uns Kunde, hat in der Regel sehr schwer Zugang zu einem Anwalt zu finden beispielsweise. Der Anwalt hat keine Lust, weil wegen einer Forderung aufwendig manuelle Prozesse, also im Kasseunternehmen ist das Gleiche. Bei uns kann der Kunde innerhalb von wenigen Minuten sich registrieren, Forderungen übergeben und die Forderung wird bearbeitet. Als wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, hast du sehr beeindruckend gezeigt, wenn das ein Handwerker wäre, der könnte sein Handy einfach auf das Dokument halten und dann hättet ihr das direkt und würdet euch um den Rest kümmern. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also wir unterscheiden natürlich hier von Kunden, die
ich sag mal, nicht über professionelle beispielsweise ERP-Systeme verfügen, beispielsweise die LexOffice, die eine Datei produzieren können, einen Beleg produzieren können. Also bei uns ist es egal, über welche Schnittstelle, egal wie der Kunde uns die Forderung übertragen will, über ein ERP-System, einscannen, eintragen, eintippen, Forderung hochladen, eine API-Anbindung. Der Kunde hat alle Möglichkeiten, kurzfristig in Minuten uns Forderungen zu übergeben. Jetzt hast du gesagt AI-getrieben. Was heißt das in der Praxis, in eurer Praxis? In unserer Praxis heißt es in der ersten Phase natürlich, dass die Dokumente über AI, KI-gestrieben ausgelesen werden. Das heißt, die Forderungs-, also die Rechnungsdaten werden zugeordnet und dann quasi in unseren Systemen verarbeitet. In einer zweiten Phase heißt das, was jetzt in der Entstehung ist, auch in Zusammenarbeit mit dem ARIC-Institut für Artificial Intelligence in Hamburg ist, dass wir digitale Assistenten einsetzen werden, die letztendlich normale Fragen oder Fachfragen, Forderungszustandsdaten beantworten werden. Gibt es zu große, zu kleine oder zu nervige Kunden für euch? Nein, also nervige Kunden wird es immer geben. Die können auch mal zu Problemen führen. Uns ist es eigentlich, wir definieren jetzt eigentlich mehr über, dass der Kunde wenige Forderungen uns übergeben kann. Es kann ein großes Unternehmen sein, das nur eine einzelne Forderung hat. Es kann ein kleines Unternehmen sein, das einzelne Forderungen hat. Es liegt in der Natur der Sache, umso kleiner das Unternehmen ist, umso häufiger sind das unsere Kunden natürlich. Ja, weil die sonst normalerweise nicht den Zugang zu solchen Strukturen haben. Richtig. Und das bietet ihr an. Das hört sich sehr spannend und sehr nützlich an. Ich glaube, wir könnten darüber auch noch mal in einer großen Podcast-Folge reden. Was sind denn eure Pläne für nächstes Jahr? Also unsere Pläne sind, wir sind beispielsweise weitere Vertriebspartner zu generieren, wie LexOffice. Das liegt in der Natur der Sache, dass die uns hier Kunden, ich sag mal, standardisiert, beleghaft Informationen übergeben können. Weiserverse natürlich für uns zurück. Natürlich möchten wir auch im Zusammenhang mit dem ARIC die digitale Assistenten über einen Avatar vorantreiben, um letztendlich auch den gesamten Kundenservice, Betreuungsservice für unsere Kunden effizienter zu gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade in unserem Bereich entstehen doch häufiger Rückfragen von Unternehmen. Ja. Genau. Also das, die Digitalisierung, Automatisierung voranzutreiben, KI weiter einzusetzen, ist ein Hauptziel. Ja. Und natürlich in der Natur der Sache, bis an ein Fintech, an Startup-Unternehmen, weitere Kooperationspartner zu gewinnen. Also Partner von LexOffice werden zu wollen, ist kein schlechter Plan. Absolut, genau. Ich drücke euch sehr die Daumen und finde es ein sehr gutes Thema. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke euch. Ne? Macht's gut. Danke. Auf der Tax Arena in Hamburg spreche ich für Lex Talk About Tax von Lexware LexOffice jetzt mit Sven Peper von Taxio, den ich mir auf LinkedIn gegriffen und zu diesem Live-Podcast eingeladen habe. Hallo Sven. Hallo Carola, ich grüße dich. Könntest du dich kurz mal vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Sven Peper, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Tax.io. Bin vom Hintergrund her kein Steuerberater, sondern bin Wirtschaftsingenieur. Habe 2018 den Gedanken gefasst, dass wir die Steuerberatung innovieren, dass wir digitale Automatisierung, intelligente Automatisierung in die Steuerberatung bringen und das haben wir gemacht und jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und haben ein paar schöne Produkte. Was habt ihr mit dem nächsten Jahr denn vor? Wir sind Ende diesen Jahres, also jetzt ganz kürzlich, gestartet mit unserem neuen Produkt, wo wir erstmals KI, wie man sie kennt, zum Beispiel von ChatGPT, in Kontakt bringen mit Verlagsinhalten, also wirklich mit Qualitätsinhalten vom Verlag, mit dem Verlag Dr. Schmidt. Und das Produkt launchen wir jetzt am 1. Dezember. Und werden da, glaube ich, nächstes Jahr ein sehr spannendes Jahr haben, weil das wirklich das erste Mal ist, dass Steuerberater, Steuerberaterinnen Zugriff haben auf Produkte mit KI, die aber Verlagsinhalte beinhalten, sodass ich wirklich Qualitätsinhalte habe, Quellenangaben dahinter zu den Fakten, die die Maschine mir sozusagen beantwortet. Denn das war bis jetzt ja immer die große Befürchtung, ich kann die KI was fragen, aber stimmt das Ergebnis überhaupt? Ne? Ja, ganz genau. Es war nie wirklich belastbar und es klang oftmals auch wirklich so gut, dass ich im Endeffekt mich darauf verlassen wollte. Ja. Aber wir sind die Ersten, die sozusagen wirklich belastbare Quelleninhalte damit reinbringen. Ja, das klingt nach einer großartigen Innovation und das klingt auch vor allen Dingen nach einem tollen Plan für nächstes Jahr. Ab wann wird das erhältlich sein? Ab Dezember ist es erhältlich. Jetzt aktuell gibt es schon eine Vorbestellungsphase und wirklich ab Dezember ist das Produkt dann wirklich live. Und das ist dann ein Abo oder bucht man da Zeiteinheiten oder wie ist das Modell? Genau, klassisches SaaS-Modell ist es. Ich bezahle pro Benutzer pro Monat und gibt natürlich entsprechende Staffelpreise, die dahinter liegen. Das hört sich so an, als sollten wir uns das mal anschauen. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, Carola. Danke dir. Lex Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei.
präsentiert von Lex.